Ich wollte ja zunächst einmal gar nicht von unserer Gegenwart sprechen, sondern Sie gerne mit auf eine Zeitreise nehmen. Kommen Sie doch mit mir, sagen wir mal 200 Jahre zurück, und stellen wir uns in dieser virtuellen Zeitreise ein vormodernes Dorf, sagen wir Aigen im Mühlkreis, vor, in der Zeit, bevor die Industrialisierung auch das Land erreicht hat, vor dem chemischen Dünger, vor Traktoren oder Elektrizität. Dann finden wir dort im ländlichen Dorf ein Leben, das ganz im Zeitlauf der Jahreszeiten abhängt, ein Leben, das ganz von den Launen der Natur abhängt. Ernten, gute Ernten oder Missernten, das ist das Entscheidende für das Leben der Menschen, dem sie zugleich im Grunde völlig ausgeliefert sind. Also ein Leben, wie gesagt, das wir uns im Jahreskreislauf im Zusammenspiel mit der Natur vorzustellen haben. Nun, es gibt auch Ausnahmen, die diesen Kreislauf durchbrachen. Die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg beispielsweise oder die großen Entdeckungsreisen des 15. Jahrhunderts. Nun, die haben schon den Horizont der Europäer verändert. Aber es waren doch weithin Phänomene, die weit weg waren, die vor allen Dingen sich auf die Städte konzentrierten, während die ländliche Bevölkerung bis ins 19. Jahrhundert hinein die Geschichte im Großen und Ganzen als die ewige Wiederkehr des Immergleichen erlebte. Und das verband die Menschen der ländlichen Gesellschaft noch im 19. Jahrhundert, sagen wir doch, mit den Menschen aller Zeiten. Für die Römer war das große Vorbild, das große Leitbild waren die Mores Maiorum, die Sitten der Vorväter. Und selbst die Reformation, die ja in Oberösterreich auch für einige Jahrzehnte jedenfalls Fuß fassen konnte, aber selbst die Reformation trug es ja im Titel, Reformation, eine Rückbesinnung, von Luther aus gesehen die Rückbesinnung auf die Schrift. Das jedenfalls war es, der Gedanke der Rückbesinnung, der der Reformation überhaupt Glaubwürdigkeit und Legitimität verlieh. Genau dies aber, meine Damen und Herren, Geschichte als zyklischer Ablauf, als die ewige Wiederkehr des mehr oder weniger Immergleichen, genau das änderte sich fundamental im 19. Jahrhundert mit der Aufklärung und mit der Industrialisierung. Das ist in Oberösterreich nun ein bisschen später gewesen, in Linz und vor allem in Steyr, findet das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt. In den ländlicheren Regionen in Oberösterreich ziehen diese Phänomene der Industrialisierung und der Moderne erst im Lauf des 20. Jahrhunderts ein. Grundsätzlich aber ist diese Entwicklung dadurch gekennzeichnet, dass der große Kreislauf der Geschichte aufgebrochen wird. Um ein Beispiel zu nennen, wenn Sie auf die Bevölkerungsentwicklung schauen, so kann man etwas vereinfacht sagen, dass die Bevölkerungsentwicklung in vormodernen ländlichen Gesellschaften so abgelaufen war, dass sie abhing von den Ernten und vom sogenannten Nahrungsspielraum. Wenn der sich ausweitete, nahm auch die Bevölkerung zu, weil die Menschen länger lebten und weil mehr Kinder geboren wurden. In dem Moment aber, wo Missernten dafür sorgten, den Nahrungsspielraum wieder einzugrenzen, nahm die Bevölkerung auch wieder ab, weil es zu Hungersnöten kam, weil Menschen starben, weil Kinder starben oder erst gar nicht geboren wurden. Das ist das sogenannte eherne Gesetz der Demografie, und das wird im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung, durch moderne Technik, durch moderne Medizin aufgehoben, indem Kindersterblichkeit zurückgedrängt wird, indem durch bessere Ernährung die Menschen länger leben können. Und so setzt dieser moderne Trend des Bevölkerungswachstums ein, eines sprunghaften Bevölkerungswachstums in Europa im 19. Jahrhundert, noch einmal, dass diesen ehernen Kreislauf der Demografie aufbricht. Das heißt aber alles zusammen, meine Damen und Herren, was hier stattfindet in der Moderne ab dem 19. Jahrhundert ist, dass sich die Zukunft ändert. Zukunft also noch einmal ist nicht mehr die ewige Wiederkehr des Immergleichen, ist nicht die Wiederherstellung des Gewesenen, jedenfalls das Ideal, sondern die Zukunft erscheint mit einem Male anders und grundlegend neu. Der Historiker Jürgen Osterhammel
hat ein großes Buch über das 19. Jahrhundert geschrieben, das den ganz sprechenden Titel »Die Verwandlung der Welt« trägt. Und tatsächlich findet hier im 19. Jahrhundert eine historisch einzigartige Verwandlung der Welt statt. Und der Historiker Reinhard Koselleck hat das auf die schöne Formulierung gebracht, dass Erfahrungsraum und Erwartungshorizont auseinandertreten. Das heißt, Sie können Ihre Erwartung der Zukunft nicht mehr aus den Erfahrungen der Vergangenheit zuverlässig ableiten. Das heißt, das Neue, die offene Zukunft, das ist die eigentliche historische Neuigkeit der Moderne, wie sie seit dem 19. Jahrhundert Einzug gehalten hat. Und der Treiber dieser Entwicklung, das ist die moderne Technologie, das ist der technologische Wandel gewesen. Und der Inbegriff dieses technologischen Wandels im 19. Jahrhundert, das war vor allen Dingen die Eisenbahn. Dabei war das Habsburger Reich übrigens und Oberösterreich gerade eigentlich Vorreiter, aber leider doch auch wieder nicht. Denn das Habsburger Reich war zwar früh, was Eisenbahnen angeht, aber vor allen Dingen wurden Eisenbahnen ursprünglich seit den 1830er Jahren, 1832 wurde die Linie von Budweis nach Linz eröffnet, aber es war eine Pferdeeisenbahn. Okay, da hat man halt dann einen Wagen auf einer Bahn, der wird aber von einem Pferd gezogen und das war noch nicht das, was ich meine. Was aber für die Zeitgenossen ein geradezu kategorialer Sprung war, das war die Dampfeisenbahn. Die Dampfeisenbahn, die eines tut, nämlich an die 30 Stundenkilometer schnell zu fahren. Sie müssen sich vorstellen, dass die Zeitgenossen der 1830er, 40er Jahre Angst hatten, dass ihnen bei dieser Geschwindigkeit das Trommelfell platzen würde. Lachen wir heute drüber, schafft jedes E-Bike. Aber woher sollten die Zeitgenossen es wissen? Wie sollte sich ein Zeitgenosse vorher jemals so schnell bewegt haben? Höchstens, wenn er von einem Kirchturm gesprungen ist, aber das war jetzt keine sonderlich nachhaltige Erfahrung. Das heißt aber, Menschen waren erstmals in der Lage, überhaupt so schnell zu fahren. Und es kommt noch eines dazu, was die Eisenbahn zu dieser kategorial neuen Erfahrung macht. Nämlich, dass sich durch die Dampfeisenbahn Fortbewegung, menschliche Fortbewegung loslöst von menschlicher oder tierischer Muskelkraft. Das hatte vorher nur das Segelschiff gekonnt, aber das ist natürlich auch eine sehr seltene Fortbewegungsmöglichkeit für die Zeitgenossen gewesen. Aber das ist jetzt, sie hatten immer in irgendeiner Weise menschliche oder tierische Muskeln bewegen müssen, um sich fortzubewegen. Und das wird aufgelöst durch die Dampfeisenbahn. Das heißt, auf diese Art und Weise, meine Damen und Herren, machen die Menschen des 19. Jahrhunderts kategorial neue Erfahrungen von Raum und Zeit. Und da ist die Eisenbahn das Erste. Das andere ist aber die Kommunikation. In Verbindung mit der Eisenbahn, weil man irgendwie Nachrichten schneller transportieren musste als die Eisenbahn, um anzukündigen, ob der Zug kommt oder ob er Verspätung hat. Deswegen entwickelt sich zusammen mit der Eisenbahn der Telegraph. Und der Telegraph nicht nur entlang der Eisenbahnlinien, sondern verselbstständigt sich bald. 1870 wurde eine Telegraphenverbindung von Bombay nach England eingerichtet. Und das bedeutete, dass ein Brief von Bombay nach London nicht mehr 4 Wochen unterwegs war, sondern 28 Minuten. Ja, und dann kommt das Telefon Ende des 19. Jahrhunderts. Und was ist das Telefon anderes als Kommunikation in Echtzeit, von der wir heute so gerne sprechen, wenn wir vom Internet sprechen? Also, Telegraph und Telefonie. Ja, und mehr als das, wenn Sie an Fotografie oder Schallplatte denken. Fotografie kennen wir heute dadurch, dass sich die Papierfotos durch die Handyfotos abgelöst haben. Aber überlegen Sie mal, was es bedeutet, als man anfing, Fotografien zu machen. Das heißt, der optische Sinneseindruck, das Bild, das Sie durch Ihre Augen, durch Augenschein gewinnen, löst sich von diesem Moment des unmittelbaren eigenen optischen Eindrucks ab. Das hatte vorher die Malerei gekonnt, aber nie eine solche Form von Echtabbildung. Das heißt, durch die Fotografie löst sich der optische Eindruck von der unmittelbaren Wahrnehmung ab. Dasselbe gilt für die Schallplatte. Wenn Sie sich vorstellen, dass wenn Sie Musik hören wollten, bis dahin Sie immer die originale Aufführung hatten anhören müssen,
Wenn Sie sich auch vorstellen, wie sehr dann also eine konzertante Aufführung einer Sinfonie etwas Besonderes war, die Sie nur dann hören konnten, wenn sie aufgeführt wurde, dann ermessen wir, welchen Eindruck, welchen Unterschied der Sinneseindruck der gesamten Erfahrungswelt es macht, wenn Sie Musik jederzeit durch die Schallplatte reproduzieren können. Das heißt, diese modernen Techniken haben die Einzigartigkeit und die Unmittelbarkeit des Augenblicks aufgehoben und konservierbar gemacht. Was ich damit sagen will, meine Damen und Herren, wenn man das so runterbricht, dann merkt man, dass wir es wirklich mit kategorial neuen Erfahrungen von Wirklichkeit, von Raum und von Zeit zu tun haben. Und der große Aufreger im späten 19. Jahrhundert, das war die Elektrizität. Sie können auch sagen, Elektrizität um die Jahrhundertwende, das war Disruption 1.0. Denken Sie allein an das elektrische Licht. Da war übrigens Steyr, ohnehin das industrielle Zentrum Oberösterreichs, ziemlich früh dabei. Seit 1884 wurden einzelne Stadtteile von Steyr elektrisch beleuchtet. Auch das eine völlig neue Sinneserfahrung. Und wenn Sie, Stichwort Elektrizität, sich überlegen, was die Elektrizität für unser Leben bedeutet, dann stellen Sie sich einen Moment mal vor, dieser Tag heute, dieser 26. November, hätte bis jetzt 13.45 Uhr für Sie ohne Elektrizität stattgefunden. Stellen Sie sich mal Ihren Tagesablauf ohne Elektrizität vor. Ganz abgesehen davon, dass nichts mit Smartphone oder sonst was wäre. Sie hätten heute Morgen erstmal Ihren mechanischen Wecker gestellt haben müssen. Wenn Sie einen Kaffee oder einen Tee wollten, hätten Sie mühsam ein Holzfeuer anfachen müssen. Und so kann man das in einem fortsetzen. Für die Hartgesottenen unter Ihnen setzen Sie dieses Gedankenexperiment heute Abend bis Mitternacht dann auch in echt fort. Und Sie merken, wie stark unser Leben durch all diese Technologien, durch die Elektrizität geprägt ist, die für die Zeitgenossen um die Jahrhundertwende völlig neu in ihr Leben kommt. Deswegen gewinnen wir eine Vorstellung, wie sehr die Zeitgenossen das Gefühl gewonnen haben, dass die Elektrizität ihr ganzes Leben verändert. Eine populäre schweizerische Zeitschrift im späten 19. Jahrhundert formulierte es so: Die Elektrizität, die wir uns so sehr untertan gemacht haben, hat sich bitter an uns gerecht, indem sie sich in uns hinein verpflanzt hat und uns nun zwingt, mit aller nur denkbaren Anspannung und Schnelligkeit zu arbeiten. Ersetzen Sie übrigens in diesem Zitat mal Elektrizität durch Algorithmen. Und dann kommt Ihnen die Aussage vielleicht gar nicht so unbekannt vor. Das zeigt aber, dass noch einmal hier also Zeitgenossen vor über 100 Jahren Erfahrungen gemacht haben, die unseren gar nicht so unähnlich sind. Und wenn Sie auf den Begriff der Schnelligkeit schauen, dann weist die jetzt auf etwas weiteres hin, nämlich auf das Gefühl der Beschleunigung. Und das ist eine Erfahrung, die auch im 19. Jahrhundert bereits um sich greift, die mit der Eisenbahn beginnt, sich mit den Technologien, die ich genannt hatte, fortsetzt. Nämlich das allgemeine Gefühl, dass sich das Lebenstempo erhöht. Und das führt ja interessanterweise zu dem, was der Soziologe Hartmut Rosa das Beschleunigungsparadox nennt. Dass wir nämlich auf der einen Seite durch allgemeine Beschleunigung mehr Zeit haben sollten und zugleich permanent den Eindruck haben, dass wir weniger Zeit haben, dass wir unter Zeitnot, unter Zeitdruck leiden, dass wir gehetzt sind. Das beste Beispiel dafür ist die Waschmaschine. Die Erfindung der elektrischen Waschmaschine ist ein Quantensprung im Haushalt gewesen, weil die enorm mühsame Arbeit des Waschtags, das heißt, dass sie Wasser erwärmen mussten und am Waschbrett mühsam Wäsche schuppen mussten, dass sie das dadurch erledigen, dass sie die Wäsche einfach in diese Maschine stecken und hinterher gewaschen wieder rausholen. Das ist eigentlich ein irrsinniger Zeitersparer. Und dennoch fragen Sie mal alle, die Wäsche haben, sie haben heute den Eindruck, dass sie viel weniger Zeit haben. Aber wie kommt das? Die Waschmaschine hat eigentlich Zeit gespart. Aber es ist wahrscheinlich so, dass wir dann doch, wenn wir die Möglichkeit haben, mit der Waschmaschine zu waschen, erstens weniger vorsichtig mit unserer Kleidung sind, wir waschen früher und schneller, wir haben mehr Klamottage. Und das heißt, dass letztendlich das Mengenwachstum
den Beschleunigungsgewinn bzw. die Zeitersparnis überschreitet. Und genau das ist die These von Hartmut Rosa, dass das Mengenwachstum die Zeitersparnis übersteigt und dieses zum Beschleunigungsparadoxon, zum Gefühl führt, weniger Zeit zu haben. Ein Gefühl, das sich im späten 19., im frühen 20. Jahrhundert in der allgemeinen Stimmung niederschlägt, dass man eine geradezu richtungslose Beschleunigung erlebt. Es sind Zeiten der unglaublichen Beschleunigung. Es ist kein Zufall, dass 1896 die modernen Olympischen Spiele eingeführt werden. Unter dem Motto Citius Altius Fortius, höher, stärker, kräftiger. Schneller, höher, kräftiger. So heißt es genau genommen übersetzt. In dieser Zeit fliegt Louis Blériot als erster Mensch über den Ärmelkanal, auch etwas völlig Undenkbares. Autos und Lokomotiven jagten im frühen 20. Jahrhundert ebenso nach Geschwindigkeitsrekorden wie Überseedampfschiffe nach dem blauen Band. Und der letzte Schrei im frühen 20. Jahrhundert waren 6-Tage-Rennen, die auf den neu gebauten steil abfallenden Holzbahnen so eine ganz eigene Mischung von Geschwindigkeit und Halbwelt vermittelten. Zugleich aber, Beschleunigung ist das eine, Beschleunigungsparadox, Zeitnot, Zeitdruck das andere. Zugleich verdichteten sich also das Gefühl von Zeitdruck und Zeitnot zu einer allgemeinen Erfahrung der Überforderung. Ganz hübsch ist so eine kleine Episode aus einer Telefonzentrale in Berlin. Auch etwas ganz Neues, diese Telefonzentralen, wo Gespräche noch per Hand vermittelt werden mussten, indem man die Kabel stöpselte. Es kam aber 1902 in einer dieser neuen Telefonzentralen zu einer kollektiven Krise. Ich darf das zitieren. Die Anrufe stauten sich, die Fehlverbindungen häuften sich, die Mängel des Netzes brachten durch Übersprechen weitere Verwirrung. Plötzlich riss sich eine der Telefonistinnen die Sprechgarnitur vom Kopf und brach in Schreikrämpfe aus. Und dieses Beispiel wirkte ansteckend. Wenige Augenblicke später war der Saal von schreienden und heulenden Frauen erfüllt, die von ihren Plätzen aufsprangen und zum Teil davonstürzten. Das tun wir mit unseren Headsets, glaube ich, jetzt besser nicht. Was uns aber diese kleine Episode zeigt, ist, wie sehr Nervosität eine Grundbefindlichkeit der Menschen vor 1914 war. Neurasthenie galt als die Zivilisationskrankheit des frühen 20. Jahrhunderts und die Phänomene von dem, was seinerzeit als Neurasthenie verhandelt wurde, die ähneln verdächtig dem, was wir im frühen 21. Jahrhundert als Burnout bezeichnen. Wie aber, meine Damen und Herren, sind die Menschen im späten 19., im frühen 20. Jahrhundert mit diesem Gefühl der richtungslosen Beschleunigung und des unabsehbaren Wandels umgegangen? Und dazu möchte ich Ihnen im nächsten Teil 3 Muster vorstellen, wie Menschen auf diesen technologischen Wandel und dieses Gefühl der Beschleunigung reagieren. Das erste will ich nur knapp nennen, wichtiger sind gleich das zweite und das dritte. Das erste ist so eine Mischung aus Euphorie und Enttäuschung. Und aktuell ist das beispielsweise bei der Einschätzung des Internet anzusehen. Der Internetguru Sascha Lobo beispielsweise war vor 10 Jahren der Meinung, das Internet sei nun der Transporteur, und nicht nur Lobo war das, das Internet sei der Transporteur von Demokratie, von Emanzipation, von Selbstbefreiung. Tatsächlich, die ganze Digitalisierung kommt ja aus dieser Kultur des File-Sharing in Kalifornien. WikiLeaks schien den Umstand mit sich zu bringen, dass Geheimdiplomatie überwunden wird. Ja, und die sogenannte Arabellion von 2011 wurde jedenfalls in westlichen Ländern als Twitter-Revolution verstanden. WikiLeaks und Arabellion wurden aber gefolgt von der Spionageaffäre der NSA und von der Implosion des Nahen Ostens. Und da war es mit der Euphorie dann doch vorbei. Und so verkündete der Internetguru Sascha Lobo dann Anfang 2014, kurz und knapp, das Internet ist kaputt.
Und selbst die deutsche FDP, die im Bundestagswahlkampf 2017 mit der Devise antrat, Digitalisierung first, Bedenken second, hat dann irgendwann hinterher eingestanden, dass diese Devise vielleicht dann doch ein Fehler gewesen sei. Also Euphorie und Enttäuschung ist das eine. Wichtiger aber ist das, was ich das AAA des Umgangs mit technologischem Wandel nennen würde. Nämlich eine Abfolge von Angst, Abwehr und Anverwandlung. Was die Angst betrifft, so erfasste Heinrich Heine zum Beispiel, als die Eisenbahnlinie von Paris nach Rouen eröffnet wurde, erfasste Heinrich Heine, ich zitiere, ein unheimliches Grauen, wie wir es immer empfinden, wenn das Ungeheuerste, das Unerhörteste geschieht, dessen Folgen unabsehbar und unberechenbar sind. Wir merken bloß, dass unsere ganze Existenz in neue Gleise fortgerissen, fortgeschleudert wird. Und diese Angst vor unabsehbaren technologischen Entwicklungen kennen wir ja heute auch. Und historisch war sie oft gefolgt von Mechanismen der Abwehr. Abwehr, wie sie beispielsweise die Maschinenstürmer 1811 und 12 in England praktizierten oder die schlesischen Weber 1844, die nämlich die mechanischen Woll- und Baumwollspinnereien zerstörten, also die Maschinen zerstörten, die ihre Arbeitsplätze kosteten. Nun, sie hatten schon recht, tatsächlich kosteten diese neuen Maschinen, diese neuen Technologien, diese Menschen ihre Arbeit. Aber es war natürlich zugleich auch keine wirklich zukunftsweisende Reaktion. Zukunftsweisender war vielmehr das, was ich als drittens als Anverwandlung bezeichne. Nämlich ganz verschiedene Mechanismen, sich nicht nur dem technologischen Fortschritt anzupassen, sondern ihn eben sich dynamisch auch anzuverwandeln. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Mechanismen. Einer davon ist der der schieren Gewöhnung. Wenn Sie alleine an Oskar Kokoschka denken, auch wenn der jetzt aus Niederösterreich gebürtig kommt, aber dann sind das Gemälde gewesen, die die Zeitgenossen schockiert haben. Wenn wir heute solche Gemälde, Oskar Kokoschka, der blaue Reiter oder so etwas ansehen, empfinden wir das ja geradezu als wohlig und behaglich, was die Zeitgenossen als nervzerfetzend verstanden. Dasselbe gilt, wenn Sie daran denken, an die Tumulte denken, als Igor Strawinskys Sacre du Printemps 1913 in Wien uraufgeführt wurde, haben die Menschen sich geprügelt wegen dieser Musik. Heute hören Sie das und finden das eigentlich doch ziemlich harmonisch. Eine andere Möglichkeit ist schlicht und einfach, die überschüssige Informationen auszublenden. Ich meine, sagen wir mal so, der Inbegriff des informationellen Overkill ist eigentlich ziemlich analog, nämlich ein Zeitungskiosk. Sie wollen überlegen, was da alles an Informationen auf Sie herabkommt, wenn Sie da rangehen. Aber was machen Sie? Sie gehen in einen Zeitungskiosk und wählen sehr, sehr sicher in aller Regel das aus, was Sie eigentlich gerade brauchen. Das heißt, Ausblendung überschüssiger Informationen ist auch ein Mechanismus des Umgangs mit neuen Informationstechnologien. Oder aber Regeln und Hilfsmittel. In den 1930er Jahren zum Beispiel war der Potsdamer Platz der verkehrsreichste Platz in ganz Europa. Und als dort Unfälle passierten, hat man schlicht und einfach begonnen, Verkehrsampeln aufzustellen. Oder denken Sie heute an Spamfilter oder an Compliance-Regelungen in Unternehmen, keine Mails außerhalb der Dienstzeit zu lesen. Das sind alles Formen des Umgangs mit informationeller Überforderung und technologischem Wandel. Und was die Eisenbahn angeht, nun gab es in der Frühzeit der Eisenbahn schwere Eisenbahnunglücke. Am Gare Montparnasse beispielsweise brach eine Lokomotive in voller Fahrt durch den Rambock des Bahnhofs durch, durchschlug die Rückwand und stürzte in die Tiefe. Die Folge waren technische Sicherheitsvorschriften, die die Bahn schließlich dahin entwickelt haben, auch wenn sie in Österreich heute nicht fährt, dass sie zum sichersten Verkehrsmittel jedenfalls auf der mittleren Strecke wurden. Also, meine Damen und Herren, was ich Ihnen damit gezeigt haben will, sind so einige kursorische Beispiele für diesen gar nicht zu überschätzenden Mechanismus der Anverwandlung neuer Technologien. Aber
wenn ich gerade von der Eisenbahn sprach. Nun, es passieren schon auch weitere Unfälle. Und das heißt, das Risiko und die Unsicherheit der Moderne, die sind auch durch die Anverwandlung nicht gewichen. Und das heißt, es gibt durchaus auch eine Alternative zur Anverwandlung. Und die will ich Ihnen vorstellen anhand der sogenannten Change-Kurve. Das müssen wir jetzt nicht alles im Einzelnen besprechen, aber das ist die Kurve, eine sozialpsychologische Verlaufskurve der Emotionen in Change-Prozessen. Das basiert ursprünglich mal auf der Trauerkurve von Elisabeth Kübler-Ross. Das will ich Ihnen jetzt gar nicht im Einzelnen vorstellen, aber ich habe mit Sozialpsychologen gesprochen, die eben sagten, das, was du da unter Angst, Abwehr, Anverwandlung vorstellst, entspricht ziemlich stark dem, was eben als Emotionskurve in Change-Prozessen bekannt ist. Und ich zeige Ihnen das vor allen Dingen deshalb, weil das, was ich Ihnen gerade als Anverwandlung vorgestellt habe, im Grunde dem entspricht, was Sie dort rechts oben in der Ecke in dem Schaubild als Best-Case-Verlauf sehen. Wenn Sie weiter nach unten schauen, dann sehen Sie aber auch den Worst-Case-Verlauf. Und den gibt es eben auch. Es gibt auch die Alternative zum Gelingen von Anverwandlungsprozessen. Und das ist der Worst-Case-Verlauf, das ist das Scheitern. Und das Scheitern von solchen Prozessen ist drittens, als dritte Möglichkeit des Umgangs mit disruptivem Wandel, die Flucht aus Komplexität in einfache Lösungen. Gott sei Dank, dass mobil gemacht ist. Die Spannung war nicht mehr zu ertragen, sagte Käthe Kollwitz am 1. August 1914. Käthe Kollwitz wirklich nicht als große Kriegstreiberin bekannt. Aber was sie hier ausdrückte, war das verbreitete Bewusstsein im August 1914, dass der Krieg so etwas wie eine befreiende Tat würde. Gott sei Dank, dass mobil gemacht ist, die Spannung, Sie können auch sagen, die Komplexität, die Unsicherheit war nicht mehr zu ertragen. Gott sei Dank, dass mobil gemacht wird, die Tat, die befreiende Tat. Und diese Art von Flucht aus Komplexität in einfache Lösungen, das prägt das 20. Jahrhundert. Das prägt die totalitären Ideologien, die Ideologie der klassenlosen Gesellschaft auf Seiten des Kommunismus oder der rassereinen Gesellschaft auf Seiten des Nationalsozialismus. Was beiden gemeinsam ist, ist die Vorstellung einer homogenen Gesellschaft, in der man nicht Heterogenität oder Komplexität ertragen muss. Denn dort galt, wie Käthe Kollwitz gesagt hatte, die Spannung war nicht mehr zu ertragen. Aber es sind, meine Damen und Herren, eben nicht nur die totalitären Ideologien, die Flucht aus der Komplexität darstellen. Auch im Westen, auch im demokratischen, europäischen und transatlantischen Westen ist die Flucht in eindeutige Lösungen im 20. Jahrhundert immer wieder zu beobachten. Sozialtechnokratie beispielsweise im 20. Jahrhundert ist davon immer wieder geprägt. Um ein Beispiel zu nennen, Anfang des 20. Jahrhunderts galten Zwangssterilisierungen als eine moderne Form zur Gestaltung von Gesellschaft, eine moderne Form der Gesellschaftsgestaltung, die zum Beispiel auch die Nobelpreisträger Gunnar und Alva Myrdal befürworteten. Ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg ging überhaupt die Vorstellung von der Offenheit der Zukunft, die das 19. Jahrhundert eigentlich mit sich gebracht haben sollte, ging diese Vorstellung von der Offenheit der Zukunft weithin wieder verloren. Verloren zugunsten einer Alternative von Eindeutigkeiten. Über den Kommunismus mit seiner Vision der klassenlosen Gesellschaft haben wir schon gesprochen. Aber auch auf westlicher Seite machte sich alternativ nach 1945 die Utopie der, wie es Willy Brandt formulierte, der Geborgenheit im gesicherten Fortschritt breit. Walt Whitman Rostow beispielsweise verfasste die Theorie des Modells der Stages of Economic Growth. Was dahinter steckte, war die Idee eines globalen Entwicklungs- und Modernisierungsmodells nach westlichem Muster, das die Amerikaner übrigens dazu verleitete, in Vietnam eine veritable Entwicklungsdiktatur einzurichten, mit der sie übrigens den Vietnamkrieg längst verloren hatten, bevor überhaupt mit Waffen gekämpft wurde. Eine ähnliche Idee ist auch die
des globalen Westens als einer weltweit zu verbreitenden Ordnung. Eine Vorstellung, der gerade der Westen nach 1989-90 mit der Idee, das Ende der Geschichte sei gekommen, weil sich das westliche Modell nun überall verbreitet habe, seinerseits sehr angehangen hat. Die asiatischen Gesellschaften sehen das heute sehr anders und sprechen von multiplen Modernen und verlangen vom Westen den Respekt dafür, dass sie ihre Form der Moderne gerne ganz anders gestalten möchten, als der Westen das gerne so hätte. Abgesehen davon, dass übrigens für weite Teile der Welt der Westen, weniger Inbegriff von Demokratie und individueller Freiheit ist, als vielmehr von Fremdherrschaft und Ausbeutung. Meine Damen und Herren, hinter all dem, Sozialtechnokratie, Entwicklungsmodelle, Stages of Economic Growth, globaler Westen und all das andere, was ich genannt habe, das alles sind Modelle, die versuchen, Komplexität zu reduzieren zugunsten von Eindeutigkeit. Und das ist die Versuchung der Moderne, um diesen Wandel zu beherrschen, der mit der Moderne in die Welt gekommen ist. Und auch heute kennen wir das, Reduktion von Komplexität, nicht zuletzt durch populistische Versprechen. America first oder bringing back jobs in, die Vorstellung, Jobs wieder zurückzubringen, die der Strukturwandel gefressen hat. Auch das sind Vorstellungen, die die Komplexität und Offenheit der Zukunft reduzieren zugunsten von einfachen Lösungen. Überhaupt populistische Bewegungen, die Vorstellung wir gegen die oder auch Verschwörungstheorien. Das ist ganz interessant. Verschwörungstheorien zeichnen sich dadurch aus, dass sie oftmals völlig unlogisch sind. Wenn Sie Verschwörungstheorien mal kritisch durchdenken, dann kommt immer wieder dabei raus, dass sie eigentlich überhaupt nichts denjenigen nutzen, die eigentlich von diesen die als Akteure dieser Verschwörungstheorien angesehen werden. Aber sie haben einen großen Vorteil. Sie sind eindeutig, damit leicht glaubbar und sie reduzieren Komplexität. Und das aber widerspricht eben dieser Grundbefindlichkeit der Moderne, von der ich vorhin gesprochen habe. Die Welt ist komplex und sie ist nicht eindeutig und sie wird auch nicht eindeutig. Und das heißt, auf allen Ebenen letztendlich funktionieren einfache Erklärungen und Modelle nicht. Und das führt mich zum Abschluss und zu einigen historischen Schlussfolgerungen. Der moderne Mensch, um es noch einmal zusammenzufassen, hat immer noch die zentrale Lektion der Moderne weithin nicht gelernt, dass sich nämlich die Erwartung der Zukunft nicht aus den Erfahrungen der Vergangenheit ableiten lässt. Und so war es ein Fehler, aus den Erfahrungen von 1989-90, 1992 mit dem Stichwort End of History, das Ende der Geschichte im Zeichen von Freiheit, Wohlstand und Einheit zu erwarten. Diese Erfahrungen sind heute enttäuscht, wo wir vor den krisenhaften Entwicklungen der letzten Jahre, vor zunehmend autoritären Regimen stehen, wo wir erleben, wie Demokratien von außen verdrängt und von innen bedrängt werden. All das widerspricht unseren Vorstellungen von 1989-90. Und was machen viele? Aus genau dieser Erfahrung leiten wir heute eine Zukunftsprojektion ab, die für die nächsten 10 oder 20 Jahre ähnliche politische Krisen voraussieht. Und die Zukunftsprojektion einer krisenhaften Zukunft von heute aus ist genauso kurzsichtig wie die einer glänzenden Zukunft von 1990 aus. Die Geschichte ist eben nicht oder nicht mehr die ewige Wiederkehr des mehr oder weniger Immergleichen. Die Zukunft ist ungewiss und deshalb ist sie offen, und zwar zum Schlechten wie auch zum Guten. Und daraus möchte ich gerne abschließend drei historische Einsichten und drei historische Schlussfolgerungen formulieren. Erstens, die Zukunft wird doppelt anders als gedacht. Aristoteles sagte, es ist wahrscheinlich, dass das Unwahrscheinliche geschieht. Die Zukunft wird doppelt anders. Sie wird ganz anders als unsere Gegenwart und sie wird auch ganz anders, als wir sie heute prognostizieren können. Erstens. Zweitens, neue Probleme lösen nicht alte Probleme ab. Das erleben wir immer wieder.
Wenn Sie sich zum Beispiel die Mediengeschichte angucken, ist sie davon geprägt, dass neue Medien, die hinzukommen, nicht die alten Medien ablösen oder verdrängen, sondern dass sie hinzukommen. Das Radio hat die Zeitung nicht verdrängt. Das Kino hat das Radio nicht verdrängt. Der Fernseher hat auch das Kino nicht verdrängt. Und der Computer hat den Fernseher nicht verdrängt, sondern die neuen Medien kommen hinzu. Und das heißt, es wird immer mehr, es wird immer komplexer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Komplexität weiter zunimmt. Und dritte historische Einsicht, was der Mensch auch tut, es schafft unvorhersehbare Konsequenzen. Wer hätte in den 80er Jahren gedacht, dass Marktliberalisierungen dazu führen, dass nach 2008 Staaten in Haftung für Banken gehen? Gleichstellung erzeugt neue Formen von Ungleichheit, Diversität, neuen Hunger nach Ganzheit. Was der Mensch auch tut, es schafft unvorhersehbare Folgen. Und daraus würde ich nun gerne drei aktuelle Konsequenzen ziehen. Erstens, und das muss man sich eben immer wieder klar machen, das muss man auch argumentativ, offensiv denjenigen vertreten, die die einfachen Lösungen propagieren. Es gibt keine einfachen und eindeutigen Lösungen. Der moderne Mensch hat nur eine Möglichkeit, konstruktiv mit der Moderne zurechtzukommen, indem er nämlich bereit ist, Komplexität zu ertragen. Die zweite Schlussfolgerung, die ich ziehen würde, ist ein Plädoyer für radikale Offenheit statt Selbstgewissheit, radikale Offenheit für die Offenheit der Zukunft statt Selbstgewissheit ganz bestimmter Prognosen. Ich kann Ihnen versichern, je selbstgewisser Prognosen gestellt werden, desto unseriöser sind sie und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht eintreten. Und deswegen muss ich sagen, finde ich, was Herr Lefender anfangs vorgestellt hat, diese Idee, dass wir müssen ja irgendwie mit der Zukunft zurechtkommen, aber die Idee zu versuchen, Trends zu identifizieren, Szenarien zu entwickeln, alternative Möglichkeiten zu entwickeln, die wir aber immer wieder auch in Frage stellen, deren prognostischer Wert auch reversibel ist, diese Vorstellung in Trends und Szenarien zu denken und nicht in sicheren Prognosen abstrakter Modelle, wie beispielsweise Walt Whitmans Stages of Economic Growth, finde diese Art des offenen Umgangs mit Zukunft, der offenen Antizipation von Zukunft, wie Sie es hier betreiben, glaube ich, das ist der auch aus der historischen Perspektive absolut gerechtfertigte Weg des Umgangs. Und das dritte und letzte, und damit komme ich auf das AAA und die Anverwandlung zurück. Ich hatte ja gesagt, Best-Case-Verlauf ist die Anverwandlung, Worst-Case-Verlauf ist die Flucht aus Komplexität in die einfachen Lösungen. Und deswegen ist meine dritte Schlussfolgerung, meine dritte Konsequenz ein Plädoyer für aktive Anverwandlung. Das heißt auch für einen aktiven Gestaltungsanspruch. Wir erleben immer wieder, gerade in den letzten Jahren, wie Politik sich ja geradezu selbst entmächtigt, weil sie sich selbst als Gefangener irgendwelcher übergreifender Kräfte darstellt. Vor 15 Jahren waren es die Märkte. Politik gesagt, gegen die Finanzmärkte können wir überhaupt nichts machen. Heute sind es die Algorithmen oder es sind Flüchtlingsströme, was auch immer. Ich plädiere massiv gegen diese Selbstentmächtigungsnarrative von Politik und plädiere ganz für den Anspruch, unseren Anspruch, dass wir die Dinge selbst gestalten und dass Zukunft eben auch gemacht wird. Also ich bin massiv für den Gestaltungsanspruch von Gesellschaft und Politik. Und das heißt für die Digitalisierung, es ist wichtig, dass die Menschen die Computer beherrschen und nicht die Computer die Menschen beherrschen. Und deshalb plädiere ich zum Abschluss für das, was man neue Aufklärung nennt. Wir müssen den Menschen 1.0 stark machen für die Welt 4.0, 5.0, 6.0. Und das entspricht auch ganz dem, was Sie vorher sagten, was Sie herausgefunden haben, dass Werte und Grundhaltungen entscheidend sind. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, im Zuge einer neuen Aufklärung den Menschen 1.0 mit seinen Werten und Grundhaltungen stark zu machen und Menschen eben nicht nur als User, als Anwender irgendwelcher immer weiter fortschreitender Technologien zu sehen. Und in dem Sinne ist tatsächlich der deutschen FDP entgegenzuhalten, Bedenken im Sinne einer neuen Aufklärung first, Bedenken first, eine neue Aufklärung. Wir müssen über die Dinge nachdenken und wir müssen den Anspruch haben, sie zu gestalten. Und in dem Sinne
darf ich erstens der Oberösterreichischen Zukunftsakademie sehr herzlich gratulieren zu der Art und Weise, wie sie es betreiben, sagen, dass ich sehr gespannt bin auf die weiteren Referate und die Frage, wie sich das alles weiter zusammenfügen wird am heutigen Nachmittag, und Ihnen sagen, dass ich mich jetzt auf die Diskussion mit Ihnen freue. Dankeschön soweit für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Professor Dr. Andreas Röder, dass Sie uns da schon so in dieses Thema einbegleitet haben. Bevor ich Ihnen das Wort übergeben möchte für Ihre Fragen, Ihre Beiträge, vielleicht haben Sie auch einen Kommentar oder finden irgendwas nicht so oder wie auch immer oder möchten es kommentieren, aus welcher Ecke auch immer, möchte ich gerne bitten, dass wir noch einmal zur Publikumsfrage zurückschauen, wie sich das zu Beginn dieses Blogs, dieses inhaltlichen Blogs ergeben hat. Da hatten ja genau etwas mehr als die Hälfte unserer Gäste gemeint, naja, das mit der Vorhersehbarkeit, das scheint mir schon deutlich schwieriger geworden zu sein, vielleicht auch aufgrund der Komplexität. Ein Drittel oder ein bisschen weniger als ein Drittel, man schon, es ist auch gleich geblieben. Es gibt auch welche, die sagen, es ist auch einfacher geworden, wir haben andere Tools, andere Methoden. Wie würden denn Sie diese Frage kommentieren? Na, ich glaube, ich hätte am ehesten bei gleich geblieben. Ja. Gleich geblieben plädiert. Jetzt müssen Sie allerdings den Unterschied machen. Objektiv ist es tatsächlich wahrscheinlich heute etwas schwieriger. Aber relativ zum Erfahrungsstand der Menschen waren die Menschen vor 100 Jahren nicht weniger verunsichert, als wir es heute sind. Sie sagen ja auch, das Erleben ist das Gleiche geblieben, nicht? Also die Veränderungen sind vielleicht andere, aber das Erleben oder das, was man hier dabei gefühlt hat, ist eigentlich gleich geblieben. So, jetzt schaue ich mal in die Runde, ob es schon eine Frage gibt, die hier hereingeholt werden möchte. Und da kommt sie schon, es kommt ein Mikrofon zu Ihnen. Bitte sagen Sie uns kurz, wer Sie sind, und dann geht es auch schon los mit Ihrem Kommentar. Herr Meierhofer. Das hängt ja. Ja. Sie sagten sinngemäß, das Bevölkerungswachstum setzt ja zeitgleich ein mit der verbesserten Nahrungsversorgung. Warum ist das heute genau umgekehrt? Weil das ein historisches Übergangsphänomen ist, von der agrarischen Gesellschaft in die Industriegesellschaft. Dem folgt dann allerdings die Entwicklung moderner Gesellschaften, dass in modernen Industriegesellschaften Kinder nicht mehr und in modernen Industriegesellschaften mit der kleiner werdenden Arbeiterfamilie Kinder nicht mehr entscheidend sind für die Wohlstandsversorgung der Eltern. In einer agrarischen Familie brauchen sie viele Kinder aus zwei Gründen. Erstens, damit die ihnen hinterher den Altersruhestand finanzieren können. Drei Gründen. Zweitens, weil sie die zur Arbeit auf dem Hof brauchen. Und drittens, wegen der hohen Kindersterblichkeit. Die Arbeiterfamilie vollzieht sich aber dann anders, sie ist nicht mehr die Großfamilie. Da wird dann auch die moderne Familie ersetzt durch den modernen durch den modernen Sozialstaat, durch Rentenversicherung, und gerade die modernen Sozialsysteme, Krankenversicherung, Rentenversicherung, übernehmen viele Funktionen, die vorher die Familie wahrgenommen hat. Deswegen ist die moderne industrielle und postindustrielle Familie nicht mehr die agrarische Großfamilie von vorher. Und was wir im 19. Jahrhundert erleben, ist ein Delta, das auf der einen Seite, wie Sie zu Recht nochmal sagten, die Nahrungsversorgung ansteigt, die Geburtenraten erst auch mal hoch bleiben, die Sterberaten dadurch aber geringer werden, während der Bevölkerungsrückgang durch die Industrialisierung erst zeitversetzt einsetzt. Und insofern haben wir so etwa ein halbes Jahrhundert, gut und groß und ganz ein halbes Jahrhundert, das wird durch die Kriege im 20. Jahrhundert dann überlagert, aber etwa so ein halbes Jahrhundert, wo die Geburtenraten noch hoch sind, die Sterberaten schon niedrig sind, bevor die Geburtenraten dann seit den 60er Jahren flächendeckend in Europa zurückgehen, was mit dieser allgemeinen Entwicklung der industriellen Gesellschaft und der postindustriellen Gesellschaft zu tun hat. Das erklärt aber übrigens auch, warum viele, der Faktor Sozialstaat, erklärt auch, warum viele Familien in Asien bis heute anders sind. Und gerade asiatische Autoren sagen, wir übernehmen vom Westen gerne technologische Entwicklungen, übernehmen gerne Marktwirtschaft, aber wir wollen gar nicht die westlichen Sozialsysteme. Es gibt viele Autoren, die sagen China, obwohl China mit einer Ein-Kind-Politik nochmal wieder eine andere Situation kennt. Aber viele sagen, dass es familiäre Sozialbeziehungen in Asien sind, die dort das ersetzen, was im Westen der Wohlfahrtsstaat oder der Sozialstaat ist. Und viele Autoren sagen, dass diese Sozialbeziehungen statt Sozialstaat
Sogar das Erfolgsgeheimnis für die hohen Wachstumsraten und den ökonomischen Erfolg asiatischer Gesellschaften sind. Frage beantwortet. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Impulse, Kommentare, Dinge, die Sie interessieren? Hier kommt eine Wortmeldung und das Mikrofon kommt schon von Ihrer Seite links zu Ihnen. Bitte schön. Danke. Ich möchte auf den letzten Satz Ihres Vortrags eingehen, wo Sie gesagt haben, das Erleben ist gleich geblieben. Ja. Es gibt Statistiken, die besagen, dass in den letzten 50 Jahren die Menschen keinen Prozentpunkt glücklicher geworden sind, keine Prozentpunkt zufriedener, auch nicht gesünder. Zwar etwas älter, aber nicht gesünder. Das heißt also, wenn man diese menschliche, emotionale Entwicklung betrachtet, muss man eigentlich von einem Stillstand sprechen. Und hier finde ich ganz toll den Einführungssatz von unserer geschätzten Moderatorin, die gesagt hat, wir sollten eine Vorfreude, eine Freude auf die Zukunft entwickeln. Und genau das meine ich sozusagen. Meines Erachtens nicht das, dass wir uns in Richtung Glück entwickeln sollen, Richtung Freude, sage ich mal. Ja, wenn man sich kleine Kinder anschaut, die haben das noch voll drauf und die Erwachsenen findet man das überhaupt nicht mehr. Interessanter Punkt. Ja, vielen Dank. Ich würde noch eins draufsetzen. Es gibt ja Glücksforschungen, Glücksindizes. Und wenn Sie diese weltweiten Surveys anschauen, welche Länder, welche Gesellschaften die glücklichsten sind, dann sind es im Zweifelsfall die, die technologisch viel weniger entwickelt sind als die Hochentwickelten. Das heißt also, Glücksempfinden hat tatsächlich mit technologischem Fortschritt oder avancierter Technologie gar nicht viel zu tun. Was ich auf der einen Seite eigentlich was ganz Beruhigendes finde, heißt doch, der Mensch hat sein Glück auch irgendwie in der Hand und ist unabhängiger von technologischen oder ökonomischen Rahmenbedingungen, als man denken könnte. Aber es ist natürlich zugleich, und da würde ich Ihnen völlig recht geben, keine gute Botschaft für die westlichen Gesellschaften. Glaube ich, bei einer der unzufriedensten sind, glaube ich, die Deutschen. Und insofern würde ich sagen, in dem, was ich radikale Offenheit genannt habe, steckt aber auch ein Stück positiver Hinwendung zu den Dingen mit drin. Ich würde tatsächlich sagen, gerade als Historiker bin ich ein großer Gegner von jeglicher Form von Verfallsprognosen, wenn es heute heißt, ich meine, auch das, was über die Jugend erzählt wird, das wird auch seit 2 Millionen Jahren erzählt. Also schon, ich glaube, schon die Höhlenmenschen haben sich darüber aufgeregt, dass die Jugend eigentlich immer schlechter wird. Alles das, würde ich sagen, stimmt überhaupt nicht. Was die Jugendlichen hier beitragen und leisten, ist alles kein Grund für Verfallsprognosen, für Pessimismus. Im Gegenteil, ich würde sagen, Optimismus ist tatsächlich eine Grundhaltung, die wir uns in den westlichen Gesellschaften deutlicher machen können. Soweit, so gut. Ja, soweit, glaube ich, haben wir ja auch diese Sehnsucht verstanden, die Sie auch zum Ausdruck gebracht haben. Ja, warum? Lasst uns doch bitte froh und glücklich sein mit diesem, auch mit diesen Veränderungen, die stattfinden. Tatsächlich passiert das aber nicht. Ne? Diese Veränderungen sind auch ganz stark angstgetrieben und versetzen eine Gesellschaft auch oft in Angst und Schrecken und gerade also so Themen wie Digitalisierung, Zuwanderung und so weiter, das steht heute am Programm. Lässt es sich, wie ist Ihre Meinung, ich weiß, Sie sind jetzt kein Gesellschaftswissenschaftler, aber glauben Sie, lässt sich eine Gesellschaft auch entwickeln in Richtung Neugierde und Frohmut und wow, da ist was Neues, toll, lasst uns hinlaufen und anschauen, denn das, wenn ich Sie richtig verstehe, erleben Sie jetzt nicht. Ja, natürlich. Kulturelle Prägungen oder kulturelle Grundhaltungen einer Gesellschaft sind ja nie von außen vorgegeben, sondern die macht eine Gesellschaft auch selbst. Und die hat übrigens auch etwas zu tun mit politischer Führung von Gesellschaften, auch mit Vorbildern zu tun. Und ich persönlich würde sagen, wovon ich mich, vielleicht passt das auch ganz gut zu dem, was Sie fragten, wovon ich ja so ganz stark inspiriert bin, ist der Begriff der Serendipity. Kennt das jemand von Ihnen? Wer kennt denn den Begriff der Serendipity? Serendipity? Ja, bitte erklären Sie. Genau, das sind eine ganz wenige. Geschichte. Das finde ich nämlich ganz toll, weil wenn ich das jetzt vor einem angloamerikanischen Publikum gefragt hätte, würden die meisten von Ihnen das wahrscheinlich gekannt haben. Serendipity ist ein Prinzip, das auf eine Geschichte der drei Prinzen von Serendip, dem späteren Ceylon, zurückgeht. Und diese drei Prinzen machen eine Reise und machen auf dieser Reise allerhand Entdeckungen, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet hatten. Die machen sie aber nur deshalb, weil sie damit nicht gerechnet hatten. Und das heißt, Serendipity ist eigentlich, jetzt bin ich wieder bei der Offenheit, ist so ein Prinzip der radikalen Offenheit,
Das aber jetzt ja nicht Naivität bedeuten darf, aber dass man offen ist, sowohl für Gefahren, die auf uns warten, die wir vielleicht heute noch gar nicht sehen, aber auch offen sind für Chancen, die sich bieten. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Penicillin ist auf diese Art und Weise erfunden worden, weil der Erfinder des Penicillin irgendeine Bakterienkultur 2 Tage zu lange hatte stehen lassen und die hatte angefangen zu schimmeln. Penicillin war keine schlechte Erfindung. Der Teebeutel ist auch auf diese Art und Weise nach dem Serendipity-Prinzip erfunden worden. Sie können auch sagen, nach dem Serendipity-Prinzip ist Kolumbus in Amerika gelandet. Aber das heißt Serendipity, also eine Haltung der Offenheit. Ja, also die politische Haltung, die politische auch ein Stück weit kommuniziert wird, die überträgt sich in die Bevölkerung. Ich glaube schon. Okay. Und zwar, aber ich sage nochmal, sowohl für Gefahren als auch für Chancen, beides. Mhm. Ja. Gut, gibt es weitere Fragen? Ja, bitte, hier haben wir, und hier kommt doch schon, das ging schnell. Meine Frage ist, der Mensch lernt in erster Linie durch Krisen und weniger durch Einsicht. Hat sich dieses Verhältnis, dass Menschen in der Lage sind, durch Einsicht Krisen zu vermeiden oder einen Schaden, einen künftigen Schaden zu vermeiden, verändert in der Geschichte oder bleibt das in der Regel gleich? Mhm. Das würde uns als Zukunftsakademie besonders interessieren, weil wir auf diese 7%, die durch Vorausschau, auch eine gute Entwicklung einleiten, ja besonders setzen. Mhm. Ha, das ist jetzt aber tatsächlich eine gute Frage, auf die ich aus dem Stand so keine wirklich abgesicherte Antwort geben kann. Ich kann das bestätigen, was Sie sagen, natürlich lernt der Mensch mehr durch Krisen als durch Einsicht, aber ob sich das tatsächlich verändert hat, ich würde die Hoffnung und den Anspruch nicht aufgeben. Mhm. Aber ich kann Ihnen darauf keine wirklich empirisch abgesicherte Antwort geben. Mhm. Aber das wäre ein interessantes Forschungsprojekt. Ich wollte gerade fragen, vielleicht haben wir die nächste Forschungsfrage gefunden. Ja. Vielleicht können wir dann da in der Pause auch noch ein bisschen vertiefen, weil das lässt sich natürlich, weil der hat den Anspruch, wirklich eine wissenschaftlich abgesicherte Antwort zu geben. Aber lassen Sie mich bei der Gelegenheit gerne auch nochmal das Thema Zuwanderung herausgreifen. Mhm. Oder entschuldigen Sie, vielleicht frage ich nochmal, gibt es noch eine Frage, bevor ich meine stelle? Das möchte ich schon. Genau, da kommt nämlich noch eine. Ich habe es aber das nicht vergessen, ich werde das zum Schluss noch stellen. Genau. Letzte Frage, die wir hier jetzt zulassen können. Herr Brandner, ich habe eine Frage, was die Werte betrifft. Sie haben gesagt, es wird in der Zukunft eine Rolle spielen, wo wir uns nach Werten orientieren. Diese Wertehaltung hat es ja schon in der Vergangenheit auch nach vielen Aspekten gegeben. Jetzt erleben wir wirtschaftliche Rivalität oder Wettbewerb zwischen westlichen Strukturen und dem fernöstlichen Bereich. Bei den Wertehaltungen gibt es ähnliche Wettbewerbssituationen, wie sehen Sie das, was die Werte betrifft und wie können wir die Werte beeinflussen, nach denen wir uns orientieren sollten? Ja, und da würde ich nochmal anfangen mit der großen Illusion von 1990 zu meinen, dass der globale Westen im Zeichen von Pluralismus, Demokratie, Menschenrechten, Marktwirtschaft, Individualismus zum globalen Modell werden müsste. Und wir stellen heute fest, dass das Gegenteil im Moment der Fall ist. Und um uns noch eins draufzusetzen, es gibt Umfragen der Zufriedenheit mit den politischen Führungen. Und wenn Sie da jetzt noch irgendwelche externen Faktoren unfreier Meinungsäußerung rausrechnen, bleibt trotzdem übrig, dass die Zustimmung zur politischen Führung in der Türkei und in Russland höher ist als in Europa, also in Mitteleuropa. Also das ist schon irre und hat mit den westlichen Werten wenig zu tun. Will aber sagen, die Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist, die Vorstellung, die westlichen Werte über den ganzen Globus zu verbreiten, ist Hybris und Illusion. Und ich glaube, der Westen tut gut daran, sich das abzuschminken. Zugleich würde ich im selben Moment aber sagen, die westlichen Werte, von denen wir alle leben, ich sage nochmal, Individualismus und Pluralismus oder Individualität und Pluralismus, Menschenrechte, Demokratie, Marktwirtschaft, das ist ja schon die Grundlage, auf der wir alle miteinander stehen. Individualität, das heißt eben auch Respekt vor dem einzelnen anderen und so weiter. Ich glaube, auf die Werte können wir uns hier alle verständigen. Und ich würde sagen, diese Werte sind wichtig und müssen wir stark machen als Westen, aber im Sinne der Selbstbesinnung des Westens auf die eigenen Grundlagen, auch der Selbstbehauptung gegenüber Kräften, die diese Form von Werten zerstören wollen, aber nicht als ein globales Missionsmodell. Nur wenn wir es wirklich als Grundlage der Selbstbesinnung betreiben, dann hat der Westen damit, glaube ich, schon gut und genug zu tun. Okay, für Sie?
Dann darf ich noch eine ganz schnelle letzte Frage anschließen, weil mich das nämlich auch ein bisschen angetriggert hat, was Sie gesagt haben mit den Krisen. Nehmen wir ein Beispiel heraus. Das, was uns, glaube ich, in der Gesellschaft wirklich richtig Angst macht, sind die Zuwanderungsströme. Mhm. Das lässt sich schwer vorhersagen und da ist wahnsinnig viel Angst drinnen in dem Thema. Das Thema Zuwanderung selbst ist ja aber nicht neu. Können Sie aus der geschichtlichen Perspektive da irgendwas ableiten, aus dem wir lernen können? Ja. Nein, also das Thema ist überhaupt nicht neu. Der Mensch wandert, solange er gehen kann. Also schon der Homo sapiens ist aus dem Südsudan nach Europa gewandert. Und hat damit andere Völker beeinflusst. Also Wanderung gibt es schon immer. Nur ist natürlich die Frage, welche Wanderung es gibt. Und es gibt klassischerweise zwei Formen von Wanderung. Die eine Wanderung ist die der Suche nach Arbeit und Nahrung. Und das andere ist die der Flucht vor Bedrohung. Mhm. So, das ist das, was wir heute als Wirtschafts- und Arbeitsmigration fassen, beziehungsweise als Asylmigration fassen. Mhm. Ich würde, was die Zuwanderung angeht, zu einem empathischen Realismus raten. Abschottung, reine Abschottung, die aber kaum ein verantwortlicher Politiker wirklich fordert. Reine Abschottung kann keine Lösung sein. Entmächtigungsfantasien, die sagen ja, gegen Migration können wir überhaupt nichts machen, sind natürlich genauso illusorisch, wenn Sie überlegen, dass in Nigeria jedes Jahr 1,4 Mal so viele Kinder geboren werden wie in der ganzen Europäischen Union. Ahnen Sie, was im Hinblick auf Migrationsdruck auf Europa zukommen könnte? Und es ist vollkommen illusorisch zu glauben, dass man die Probleme Nigerias hier in Europa würde lösen können. Das heißt, was man mit Migration tun muss, ist tatsächlich konsequent handeln. Das heißt, nach meinem Dafürhalten, Asyl für die wirklich Verfolgten, das auch umgesetzt wird, klare Regelungen für Migration, für Arbeits- und Wirtschaftsmigration, aber von Europa aus auch gesehen auch einen wirklich verlässlichen Compact für Afrika, im selben Moment aber auch Abkehr von Illusionen. Wenn in Europa die Rede davon ist, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, dann ist ja da oft damit gemeint, irgendwie ein paar Millionen Euro nach Afrika zu schieben, mit der Konsequenz übrigens, dass die Wanderung der letzten Jahre eher ein Produkt abnehmender als zunehmender Armut ist, was also heißen würde, man würde den Migrationsdruck nur erhöhen. Das heißt, ich würde sagen, Abschied von Illusionen und Realismus in der Politik. Okay. Das heißt, was ich heraushöre, dankenswerterweise so ein bisschen ein, nehmt es pragmatisch, das kann man auch aus der historischen Ecke, kann man das so beantworten, da gibt es Lösungen, da bedanke ich mich jetzt persönlich auch bei Ihnen. Und damit darf ich Sie in die Pause begleiten, es warten einige Überraschungen aus der 4B, das habe ich ja schon angekündigt, und auch einige Erfrischungen. Wir machen pünktlich 15 Uhr hier weiter, wir werden uns aber mit einem Gong melden, also keine Sorge, wir melden uns. Ich wünsche Ihnen eine schöne und interessante Pause und darf mich bei Ihnen zunächst einmal sehr groß bedanken. Dr. Andreas Röder.